Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, geschätzter Hoher Landtag, zum Thema Tagesordnungspunkt 10, Kontrollstelle Radfeld. Ja, wir sind für eine Erweiterung, aber noch besser wären die Kontrollstellen an den Grenzen selber gewesen. Denn in Kundl und Radfeld ist man ja schon mitten im Land und dann wären diese Probleme, die aufgedeckt werden, schon mitten im Land, erst mitten im Land oder schon entdeckt. Und dann fahren sie doch schon durch das ganze Land. Wie zum Beispiel, am Brenner wird gar nicht mehr kontrolliert, meiner Information nach, obwohl es dort eine Waage gäbe. Und wir wissen genau, wie wichtig das Gesamtgewicht der Lkw ist. Ich darf da nur auf die Problematik der Lueckbrücke hinweisen. Ja, warum ist sie denn so schlecht benannt? Ja, weil genau dort überlastete Lkw durchs ganze Land fahren, über die Lueckbrücke und dann durchs ganze Land. 50 Tonnen sind da genauso möglich. Keiner kontrolliert das. Und ich möchte nur auf einen Zustand aufmerksam machen, was jetzt diese Grenzkontrollen von italienischer Seite für die österreichische Seite bewirkt haben, dass der Stau war auf der gesamten Lueckbrücke. Das heißt, auf der Lueckbrücke waren ein Lkw nach dem anderen, die gesamte Lueckbrücke. Und was ist das Schlimmste für die Belastung einer Brücke? Ja, ein Stau, weil ich das zugleich die gesamte Belastung habe. Naja, da frage ich mich, ist denn die Lueckbrücke wirklich so schlecht beieinander, dass man sich das gefallen lässt? Da habe ich keinen Aufschrei gehört, dass das ein Problem ist für die Statik dieser Brücke. Also kann es nicht so weit fehlen. Meine Schlussfolgerung, ja, dann hätten wir vielleicht noch genug Zeit, den Lueck-Tunnel zu bauen und nicht zu schreien, ach, Gefahr in Verzug und Einspurigkeit. Da, an diesem Tag war es kein Problem. Und Sie können jeden Statiker fragen, was das für die Belastung einer Brücke bedeutet. Aber noch einmal zu den Kontrollen und Kontrollstellen. Lkw-Kontrollen gehören möglichst automatisiert. Es gibt jetzt zwar schon einige Möglichkeiten, aber unser Vorschlag ist, es muss an den Grenzen Lkw-Scanner geben, damit wir erstens wissen, was transportiert wird, ob die Lkw beladen sind oder nicht beladen oder leer durch die Gegend fahren. Um eine Verkehrsstrategie zu entwickeln, brauchen wir mehr Daten dieser Lkw. Von wo kommen die Lkw? Wohin fahren sie? Und da muss bitte jeder Lkw kontrolliert werden und jeder Lkw an der Grenze und nicht, wenn er schon wie in Kundl und Radfeld mitten im Land ist und dann vielleicht mitten im Land irgendwo einmal auf die rollende Landstraße verladen wird. Auch die ist an der falschen Stelle und belastet unser Land, auf jeden Fall die Hälfte des Unterlandes, schon derzeit. Was ich noch sagen möchte, ist zu den Kontrollen. Mir ist nicht bekannt, dass nach wie vor AdBlue kontrolliert wird. Wir haben diese Problematik schon einmal aufgezeigt. Die ehemalige Landesrätin Philippe hat eine kurze Studie dazu gemacht, die übrigens nicht gut ausgegangen ist. Da waren sehr viele Lkw unterwegs mit ausgeschaltetem AdBlue-System. Das kann man heute alles digital machen. Und Sie wissen, was das für Folgen hat. AdBlue ausgeschaltet, da sind wir dann auf dem Euro-Null-Niveau und bedeutet eine zusätzliche Belastung der Umwelt und der Tiroler Bevölkerung. Also warum wird dieses AdBlue nicht kontrolliert? Sie brauchen ja nur die Rechnungen der AdBlue-Tankstellen vorlegen, ganz einfach. Aber was hat das für einen Vorteil für den Lkw oder für den Spediteur, wenn er Lkw nicht mit AdBlue tankt? Ganz einfach, eine Kostenersparnis. AdBlue ist teuer und es hat sogar noch einen Vorteil, wenn man AdBlue nicht tankt, braucht man nämlich weniger Treibstoff. Es gibt dann noch ein paar technische Feinheiten, die man aufzählen kann, wenn AdBlue-Systeme ausgeschaltet werden. Also wir sind für Kontrollen, wir sind für Kontrollen jedes LKWs, weil dann hört sich das in kürzester Zeit auf, dass sich einer mit irgendwelchen Problemen in unser Land traut und vor allem nicht überladen und vor allem was unsere Wipptal-Autobahn und unsere Brückenstrukturen betrifft, da darf einfach kein überladener LKW fahren. Das muss bitte beachtet werden, also jeden Lkw kontrollieren, ansonsten haben Sie uns jede Unterstützung, um weitere Lkw-Kontrollen und natürlich Kontrollstellen einzurichten, zu erweitern und auszustatten. Dankeschön. Danke, Frau Abgeordnete. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Florian Riedl.